Und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gibt heute von mir wieder ein Food Diary von mir für euch. Ich weiß, ihr liebt das. Ich liebe es auch und ich liebe Essen. Und ich würde auch jetzt schon sagen, ich rede gar nicht viel und wir legen direkt los. Ganz viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen, meine Freunde. Bei mir gibt es jetzt gerade Porridge. Das mache ich mir gerade, weil das Wochenende war mal wieder eine komplette... Alter, ich bin mal wieder komplett ausgerastet und habe ungefähr alles gegessen, was man essen kann. Nur nichts Richtiges, also nichts Gesundes. Deswegen gibt es bei mir am Anfang der Woche immer sehr gesundes Frühstück, weil ich brauche das irgendwie dann so voll. Die habe ich euch schon oft gezeigt, wie ich das mache. Das geht so schnell. Und ja, das ist jetzt auch schon fast fertig. Deswegen mache ich jetzt die Toppings drauf und dann zeige ich euch mein fertiges Porridge. Porridge ist fertig und dazu probiere ich heute diesen Joghurt. Den habe ich euch schon mal auf Instagram gezeigt. Den habe ich aus Dens Biomarkt. Das ist halt komplett vegan. Das ist super, super nice. Und ich hoffe, der schmeckt. Der kommt jetzt da drauf. Mein fertiges Porridge sieht jetzt so aus. Da ist einfach nur, wie gesagt, der Joghurt hier drauf. Dann habe ich hier ganz, ganz, ganz viele Himbeeren drauf gemacht. Ich habe da irgendwie voll Bock drauf. Dann habe ich ein bisschen Walnüsse drauf gemacht und Chiasamen und ein bisschen Zimt. Also gar nicht so viel. Gar nichts Krasses, aber ich mag das auch richtig gerne so und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich chille gerade so ein bisschen und snacke dabei mal wieder. Wir haben hier noch so Joghurtte und ich habe noch einen etwas älteren Duplo noch bei uns gefunden. Ich wusste gar nicht, dass wir noch einen haben, aber anscheinend habe ich da irgendwie einen vergessen und ja, mega geil. Ich esse jetzt diese Linsensuppe von meiner Mama. Wie cool sieht die denn aus? Da ist nämlich noch ein bisschen Reis drin. Und zwei verschiedene Linsensorten. Also sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Auch mit Kartoffeln. Bin gespannt, wie das schmeckt. Ich bin jetzt wieder am Laptop hier und irgendwie habe ich so oft Bock, was zu snacken. Wenn ich gerade am Laptop bin und ich habe jetzt so ein Brombeereis. Ich glaube, Mama hat das schon probiert. Ja, da hat die Gute schon mal was von probiert. Aber ja, das werde ich jetzt auch mal essen. Ihr merkt, es ist Sommer, wenn bei mir wieder mehr fruchtige Eissorten auf dem Plan stehen und nicht nur Schokolade und so. So Leute, das hier ist mein Abendessen heute. Sieht so, so lecker aus. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Soul Food. Ich habe, glaube ich, eine halbe Packung Käse da reingehauen. Also so ein Käse am Stück. So, so geil. Mein Date für heute Abend ist KitKat. Ich habe hier so eine riesen Packung gekauft. Habe auch schon eins hier fast aufgegessen. Und ja, das snacke ich mir jetzt abends rein. Friends, ich wollte mir eigentlich ein Frühstück machen, aber jetzt sehe ich gerade das hier. Von gestern. Ich werde mich nicht zurückhalten können. Das wird jetzt mein Frühstück Nummer 1. Oh mein Gott, das sieht auch richtig geil aus. Und ja, mal gucken, was ich mir danach noch mache. Leute. Hello, Bonnie. Bonito. Hi. Ich habe mir jetzt noch ein ganz normales Porridge gemacht, ohne alles. Habt ihr irgendwie gerade voll Bock drauf. Mama möchte ihr Essen auch noch zeigen. Was hast du? Ich habe Spiegeleier mit Pesto, mit Bärlauchpesto, Chicory, ne? Oder wie heißt das? Mhm. Und gefüllt diese Tomaten. So Antipasti oder so? Antipasti, das, ne? Genau. Oh, und Ziegenkäse sehe ich auch. Ja, und Ziegenkäse. Ich sitze gerade bei uns hier auf der Terrasse und ich esse ein Mango-Eis. Oh mein Gott, ich liebe Mango. Richtig lecker. Und dazu habe ich hier noch so eins gefunden. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aber so aus wie so ein typisches kleines Schoko-Eis in Waffel. Das ist unser heutiges Mittagessen. Und zwar ist das Kartoffeln und Möhren und Brokkoli und, wie heißt es nochmal? Kohlrabi. Genau, alles im Ofen und dazu gibt es Tzatziki und frische Tomaten. Ich esse jetzt noch einen Kinderriegel. Ich bin gerade am Backen und ich hatte noch so viel von dieser Milchmädchen, Kondensmilch übrig. Die kennen übrigens alle, die aus Russland kommen. Und ich habe die einfach aufgegessen. Oh mein Gott, das ist einfach nur Zucker pur, aber es ist so geil. Ich hab so viel davon gegessen. Das hier sind übrigens die Pralinen geworden. Ich habe davon schon so viel gegessen. Ich kann einfach nicht mehr. Aber es ist mega, mega lecker. Oh mein Gott, Leute, wir haben einfach Rhabarber bei uns. Wie cool, ich liebe das. Ich habe das früher immer als Kind gegessen. Und wir haben das einfach so immer in Zucker reingedippt und so gegessen. Und das mache ich jetzt, glaube ich, auch wieder. So, Leute, ich zeige euch jetzt, wie das die richtigen OGs machen. Das ist mein Rhabarber. Ich weiß nicht, wieso das so komisch aussieht. Aber das tunkt man einfach so in Zucker rein. Oh, yummy. Und das beiße ich jetzt so ab. Lecker.
Leute, oh mein Gott, bei uns gibt es Chebureki. Yum, yum, yum. Davon werde ich erstmal ein paar Stück essen. Die sind, das ist ein russisches Gericht, für alle, die es nicht kennen. Und das ist eigentlich einfach nur Fleisch in Teig. Aber es ist richtig lecker, das gönne ich mir jetzt. Es ist schon mega spät, aber ich habe irgendwie noch voll Hunger bekommen. Und habe mir deswegen jetzt so einen Toast gemacht, einfach mit Butter drauf. Bonito ist übrigens auch da. Ich wollte nämlich eigentlich gerade schlafen, aber ich habe immer abends mega Hunger. Und natürlich habe ich schon mehr als die Hälfte weggesnackt, weil ich liebe es, wenn es noch warm ist. Guten Morgen, Leute. Guck mal, was ich neben meinem Bett so Schönes gefunden habe. Da habe ich mir gestern Abend kurz vorm Schlafen einfach nochmal zwei Buenos reingehauen. Einfach so. Ich bin echt erstaunt, dass der Osterhase hier noch da ist. Aber ja, das habe ich mir gestern noch gegönnt. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen mehr gegönnt. Und auf einmal ist die ganze Bueno-Packung einfach komplett leer. Es geht immer viel zu schnell, aber das ist einfach so lecker. Ich liebe Bueno einfach. Ich möchte heute ein ganz, ganz besonderes Frühstück machen. Das habe ich schon richtig, richtig oft gesehen und ich glaube, das heißt Shakshuka. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Let's go. Ich bin so gespannt, wie das schmecken wird. So, ich habe jetzt erstmal eine Zwiebel und eine Paprika klein geschnitten und die hier reingetan. Also einfach in eine Pfanne mit Öl. Das Ganze köchel ich jetzt so auf mittlere Hitze. Was heißt köcheln? Also so leicht anbraten, dass die Zwiebeln halt durchsichtig werden. Und in der Zwischenzeit mache ich das den Knoblauch fertig. Guck mal, wie klein unsere Dings sind. So im Vergleich zu meinem Finger. Die sind so, so klein. Also eigentlich braucht man 3 Zehen, aber ich habe jetzt mehr genommen, weil die halt so klein sind. Die werde ich jetzt auch noch klein schnippeln und dann kommen die gleich auch noch da rein. Ich habe jetzt den Knoblauch auch dazu getan. Ein bisschen Gewürze, da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ich habe aber Salz, Pfeffer und Paprikapulver genommen. Dann gebt ihr eine Dose Tomatenpastierte dazu. Es steht da drin, dass man das nochmal würzen soll. Also mit Salz und Pfeffer werde ich jetzt auch... Ups! Werde ich jetzt auch nochmal machen. Ihr bringt danach dann dieses ganze, das ganze Gericht ja immer zum Kochen. Also ich habe es jetzt auf der höchsten Stufe ein bisschen kochen lassen. Keine Ahnung, 1 Minute oder so. Und jetzt mache ich das so auf mittlere, so 6, 7. Und jetzt müssen wir so kleine Löcher in die Soße reinmachen für unsere Eier. Also da kommen jetzt Eier rein. Da könnt ihr so viele nehmen, wie ihr möchtet. Ich werde jetzt einfach 3 nehmen, die so in diese Löcher hier rein. Mal gucken, ob das klappt. So sieht das Ganze jetzt aus und ich werde da jetzt einfach den Deckel drüber machen. Und dann könnt ihr das Ganze einfach so lange köcheln lassen, bis euch die Eier gefallen. Also wenn ihr das möchtet, dass das Eigelb noch so weich bleibt, dann natürlich ein bisschen früher, aber dann müsst ihr es immer so gucken. Und in der Zwischenzeit mache ich schon mal meine Toppings fertig. Ihr könnt das nämlich toppen mit was ihr wollt. Ich werde aber hier Ziegenkäse nehmen. Dann werde ich auch schon mal unser Toast toasten in der Zwischenzeit. So, ich habe jetzt nur noch den Ziegenkäse oben drauf gemacht und guck mal, wie lecker das aussieht. Dazu habe ich jetzt noch mein Brot hier getoastet und da ein bisschen Olivenöl drauf gemacht und Salz. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Das sieht super, super lecker aus. Ich esse jetzt Pizza. Was ist das denn für ein Teller? Ich esse jetzt auf jeden Fall Pizza. Das hier ist meine current situation. Ich esse hier gerade diesen Special Mix. Das ist so ein Ostermix. Und diese Osterhasen waren richtig, richtig lecker. Ich habe die gerade schon alle aufgegessen. Da sind jetzt nur noch die typischen Celebration-Sachen drin. Oh mein Gott, Leute. Mein Snack jetzt gerade. Frische Himbeeren. Yum, yum, yum. Ich liebe es. Mama hat so eine Suppe gekocht. Da drin ist, glaube ich, Brokkoli, Blumenkohl, Möhren und Kartoffeln. Und das sieht sehr, sehr lecker aus. Das esse ich jetzt, habe ich schon meine Schüssel und ja. Bei mir gibt es heute Pfannkuchen. Yay, ich freue mich richtig. Ich habe schon ein paar gemacht, ich habe schon so viel gegessen. Ich kotze gleich, mir ist richtig schlecht. Oh mein Gott. Aber ja, Pfannkuchen. Ich mache mir jetzt wieder einen Bananensmoothie, den habe ich euch schon, Bananenmilchshake, das habe ich euch schon auf Instagram mal gezeigt. Ich nehme einfach 2 Bananen, die waren schon sehr, sehr reif, also schon richtig braun. Und dazu tue ich jetzt Hafermilch und das war's. Super, super einfach. Weil die schon so reif sind, die Bananen brauchen die jetzt gar keinen Zucker oder so drin. Und fertig sind unsere Bananenmilchshakes. Das gibt diese Menge, also 2 große Gläser und ein kleines, wenn ihr 2 Bananen nehmt. Und ja, ich habe leider kein Eis mehr, deswegen ist es nicht wirklich gekühlt. Aber lasse ich mir trotzdem schmecken und 1 gebe ich Mama. Ich werde jetzt als Snack diesen Joghurt hier essen. Das ist ein Almigurt mit Himbeere. Ich habe gerade so Bock, was zu essen, also Mittag. Aber ich weiß einfach nicht, was ich essen soll. Und weil ich gerade irgendwie gar nicht denken kann, einfach nur was essen will, esse ich jetzt das. Und dann muss ich mir irgendwas machen. Ich habe gar keinen Bock. Ich will einfach nur chillen. Ich weiß einfach immer noch nicht, was ich essen soll. Und deswegen esse ich jetzt noch einen Bueno. Freunde, endlich gibt es Essen. Und das bringt sie richtig schön auf unserer Terrasse mit Bonito. Und zwar habe ich einmal hier ein Spinatmehl gemacht und einmal Kartoffeln.
Ei, also zwei Spiegeleier und Spinat. Das ist immer so ein Essen, was ich mache, wenn es schnell gehen muss, wenn ich gar keinen Bock habe. Aber das lasse ich mir jetzt schmecken und genieße das schöne Wetter. Meine Schwester hat uns gerade Kuchen gebracht und guck mal! Voll krass, sie hat uns einfach fast den halben Kuchen gegeben. Mega, mega lieb, Dankeschön. Und das sieht sehr, sehr lecker aus. Freue ich mich, den mir jetzt reinzuhauen. Wir sind jetzt gerade bei uns auf, also im Garten. Und es gibt jetzt Flammkuchen. Ich habe gerade übrigens Halva gegessen und das ist einfach nur das davon übrig geblieben. Das ist normalerweise so ein richtig, richtig großer Block und das ist aus Sonnenblumenkern gemacht. Das ist so ein russischer Snack und das ist so, so lecker und ich werde das jetzt noch aufessen. Guten Morgen, Freunde. Bei uns gibt es frische Brötchen. Yes, und ich habe mir einmal so ein Kürbiskernbrötchen und einmal ein normales Brötchen genommen. Mal gucken, ob das einzige bleibt, was ich essen werde oder ich danach noch mehr nehmen werde. Ich habe jetzt aber diesen Käse, das ist wieder dieser mittelalte Gouda, den ich ungefähr jeden Tag esse. Hier, das ist die Verpackung. Ich habe eigentlich nicht so Bock darauf, aber irgendwie haben wir nichts anderes als an Aufstrich gerade da. Und ja, deswegen muss ich das jetzt essen. Deswegen habe ich hier noch Butter. Die ist richtig lecker, ich liebe gesalzene Butter. Und ja, das ist mein Frühstück heute. Ich bin hier gerade wieder am Laptop und ich habe gerade wieder zwei Gläser von dem Bananenmilchshake getrunken. Ich liebe das zurzeit, ich nehme das echt richtig gerne. Und dazu esse ich hier diese Ferrero Rocher, da habe ich noch einen übrig. Ich liebe Rocher, das ist so, so lecker. Wir haben jetzt gerade Nudeln gemacht und zwar Penne Nudeln. Ich liebe Nudeln und dazu gibt es ein Pesto von Mama, wie cool. Das hat sie selbst gemacht. Pesto. Ja, es hat sie selbst gemacht, riecht auf jeden Fall richtig gut. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal. Da machen wir jetzt gleich noch ein bisschen Walnüsse rein und... Yes, bin voll gespannt. So, Leute. Oh mein Gott. Das sieht ja mal unnormal geil aus. Wir haben erstmal die Nudeln, also Penne-Nudeln mit Mamas Pesto. Darauf habe ich ein bisschen Walnüsse und natürlich ganz viel Käse. Das ist so ein Käse am Stück. Das ist ein Gouda Mittelalt. Habe ich einfach bei Edeka gekauft von Gut und Günstig. Und ja, sieht sehr lecker aus. Ich habe mir jetzt nochmal Nachschub geholt und habe jetzt noch ein bisschen mehr Käse drauf. Ich habe auch jetzt Parmesan drauf gemacht. Ich habe irgendwie voll vergessen, dass wir das auch gerade haben. Deswegen ist es so ein Mix, also Parmesan und Gouda. Und ich habe mir noch mehr Walnüsse drauf gemacht, weil das echt mega lecker damit schmeckt. Es ist mittlerweile meine, ich weiß nicht, wie vielte Schüssel. Mama hat nämlich so einen Brei gemacht und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich esse es die ganze Zeit. Es ist so lecker. Vielleicht weiß jemand von euch, was das ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall geil und ich hole mir noch eine Schüssel. Was esst ihr eigentlich immer so zum Frühstück? Weil ich habe voll oft irgendwie keine Ahnung, was ich zum Frühstück essen soll. Ich habe eher neue Sachen für mich, die ich mal unbedingt mal ausprobieren muss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, meinem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr ganz einfach unter dem Video machen, auf dem roten Abonnieren-Button oder einfach direkt hier. Da könnt ihr einfach draufklicken auf mein Bild und dann meinen Kanal abonnieren. Ich verlinke euch jetzt hier zwei weitere Videos von mir, die müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!